Ja, Marius, ich habe es jetzt nochmal eingeblendet, weil es ist, beschreibt es eigentlich sehr gut, wie man es angehen sollte. Definitiv, da kann ich jetzt auch wieder nochmal eine Story erzählen, die ich tatsächlich jetzt Donnerstag, gestern, auch nochmal im Austausch mit einem Kunden erfahren habe, der eben auch sagte, also der kommt auch klassischerweise so aus dem Fachbereich. Und die haben in dem Sinne ja die große positive Situation, dass es vorher halt mehr oder weniger gar nichts gab. Oder sehr, sehr wenig, sage ich mal. Also die waren wirklich so mit Excel am Ende des Tages unterwegs und dann haben sie sich irgendwie diese Abzüge gemacht. Das heißt, da hat ja jetzt jede Controllerin, jeder Controller so diese monatliche Erfahrung, oh Gott, ich muss jetzt diese ersten 3, 4, 5 Tage nichts anderes machen, als für meine Kollegen irgendwas oder für mein Chef oder für Chefin irgendwas vorbereiten. Das heißt, das ist natürlich erstmal so ein harter Zeitfaktor, den du dann ja auch wirklich selbst spürst. Und er hat dann auch mal wieder gesagt, weil es hat sich auch alles relativ gezogen, so die Vorarbeiten, bis wir jetzt dann auch in Richtung des Dashboardings, des Prototyping, der wirklichen Case-Bestimmung dann auch kommen. Da sagte Kai, ich habe das aber, sag ich mal, die Leute machen lassen. Ich habe die alle daran beteiligt. Ich habe da zwar sehr, sehr viel Geschwindigkeit eingebüßt, aber ich habe geschaut, was ist die Geschwindigkeit, die Firma zulässt. Wo ich dachte, ey, das ist super reflektiert. Ist natürlich, du willst es dann vielleicht schneller. Man ist ja dann auch immer sehr, sehr ungeduldig. Aber ich sagte, ich habe das dann auch gelassen. Und ich habe dann aber auch Signale gesetzt. Habe gesagt, hey, okay, Freunde, wir haben da jetzt schon mal ein Tool. Okay, wenn alle das andere wollen, dann kaufen wir auch nochmal ein anderes. Ist mir völlig egal. Solange das dann von eben allen mitgetragen wird und ihr selber dann halt auch wirklich euch da drauf freut, dann hat er immer mal wieder auch so ein paar Sachen angeteasert, in welche Richtung kann es gehen. Und dann hat er halt wirklich versucht, für jeden so diesen persönlichen Vorteil rauszustechen. Was aber natürlich auch sagen kann, oh Gott, ich mache jetzt 3 Tage, 4 Tage nichts mehr, jetzt muss ich ja plötzlich was anderes tun, was natürlich dann auch wieder in eine andere Richtung umkippen kann. Aber er hat das sehr, sehr positiv, weil er gesagt hat, ich habe den Leuten sehr viel Zeit gegeben, ich habe das immer so schrittweise, häppchenweise gemacht. Und habe da immer versucht, so jeden irgendwie wirklich mit ins Boot zu nehmen. Fand ich extrem, extrem reflektiert und halt wirklich so dieser Fokus darauf, ich versuche jetzt für jeden Einzelnen, das hat er dann für die IT-Bereiche genauso auch ausgearbeitet, was ist so dein eigentlicher Vorteil, den du hast. Aber die Leute dann zusätzlich, und das ist ja dann auch, haben wir auch in der einen oder anderen Kommentaren, man muss diese Kompetenz oder diese Datenkompetenz natürlich dann auch begleitend aufbauen. Weil wenn ich ja vorher, sage ich mal, jemand war, der diese Excels hin und her geschubst hat, das jetzt automatisiert am Ende des Tages funktioniert, muss ich ja vielleicht auch andere Kompetenzen aufbauen. Also das muss ich ja dann auch als Führungskraft oder derjenige, der das verantwortet, muss das ja dann auch ein bisschen globaler sehen. Nicht so, oh, Mitarbeiter muss sich halt verändern, sondern muss ja den dann vielleicht ja auch unterstützen. Was sind deine neuen Aufgaben? Was ist deine neue Rolle? Was gehört da eben dazu? Und dann musst du vielleicht auch neue Skills noch erlernen oder musst es mit den bestehenden kombinieren. Also da muss ja schon auch relativ weit gedacht werden, glaube ich. Hört sich jetzt aber eher nach einem mittelständischen Kunden an, wenn ich ganz Fair, ehrlich ist bin. es auch Kein, einer, das war ist es auch definitiv einer, kein Konzern. ja. Zum einen wegen dieser also sehr kollegialen, rücksichtsnahmvolle Vorgehensweise, was ich super finde, du aber oft im Konzern nicht findest, weil es gibt halt Deadlines, die gehalten werden müssen. Du hast das Jahresende, dann ist das Budget weg oder irgend so ein Quatsch. Und auch die Tatsache, dass der Kunde überhaupt von nichts, also oder nur von einem Excel-Reporting gekommen ist, das sehen wir nicht mehr so häufig. Also da ist ja auch schon häufig eben eine bestehende Lösung im Einsatz. Die mag alt sein, die mag nicht perfekt sein, aber dieses Excel-Reporting sehen wir immer, immer, immer seltener. Zum Glück auch, weil es gibt ja genügend fähige BI-Werkzeuge.